Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück auf mein Kanal. Wir machen hier heute weiter in World of Warships mit dem zweiten Teil meines Anfängerguides für Flugzeugträger. Wir gucken uns heute mal an, worin sich denn die einzelnen Nationen unterscheiden und wir gucken uns auch mal an, worin sich denn die Tierstufen ein bisschen unterscheiden und wo das Ganze nachher hinführen soll, wenn ihr euch dann entscheidet, einen Baum auf Tier 10 zu spielen. Ich habe mal eine ganze Menge Videos vorbereitet und ich werde versuchen, die euch nebeneinander und nach abzuspielen. Und zwar finde ich persönlich, kann man das Ganze nicht nur an den Zahlen darstellen, sondern ihr müsst das einfach mal sehen, wie sich das denn unterscheidet. Denn ich habe schon erzählt, die Flugzeugträger haben alle ihre Eigenheiten und jede Nation hat auch seine Eigenheiten. Genauso wie auch bei ganz normalen Kriegsschiffen, Schlachtschiffen oder Kreuzern, haben wir gewisse Ballistiken, wir haben gewisse Eigenheiten zur Flugabwehr und je nachdem, wie sich da die Nationen verhalten, macht uns das halt mehr Spaß, die eine Nation zu spielen oder mehr Spaß, die andere Nation zu spielen. Aber bei den Flugzeugträgern ist das auch so und deshalb möchte ich dieses Video einfach mal aufdröseln, worin sich die Nationen unterscheiden. Wir fangen einfach mal an. Ich habe hier alle 6er Flugzeugträger von den Japanern, von den Amerikanern und von den Briten. Und da gehen wir mal einfach rein. Wir schauen uns jetzt hier den japanischen Flugzeugträger einmal an. Und anhand dieses Datenblatts hier durch die Flugzeuge, wenn wir den einmal aufrufen, können wir hier rechts uns die einzelnen Flugzeuge angucken. Und anhand der Daten, die dort jetzt so stehen, blende ich mal die Videos ein, damit ihr da auch ein Bild zu habt, wie sich das denn auswirkt. Also wir gucken uns zum Beispiel als allererstes einmal die Schlachtflugzeuge an. Das Ganze vergleichen wir hier also auf Tier 6. Und die Schlachtflugzeuge, das sind die Flugzeuge, mit denen ihr Raketen abschießen könnt. Diese Raketen, da denkt man immer ziemlich häufig daran, ja, Raketen, das wird wahrscheinlich für Zerstörer gut sein. Torpedobomber sind wahrscheinlich gegen Schlachtschiffe gut und die richtigen Bomber, die sind dann höchstwahrscheinlich für Kreuzer gut. Nein, dieses einfache Steinschere-Papier-Prinzip, das funktioniert nicht, sondern ihr müsst immer anhand der gegebenen Situation, anhand eurer Nation, die ihr spielt und den Gegner, den ihr gegenüber habt, müsst ihr einfach die richtige Staffel auswählen, um eben halt für euch und euren Spielstil den meisten Schaden herauszuholen. Ich habe nicht umsonst die Briten gewählt, weil die Briten und ihre Bomber mir persönlich am liebsten gefallen. Ihre ganzen Eigenheiten, was Torpedos angeht und was auch der normale Bombenabwurf angeht, das macht mir einfach am meisten Spaß und dementsprechend mache ich damit auch den meisten Schaden. Wir haben jetzt hier bei den Schlachtflugzeugen ein paar Daten, da habe ich im letzten Video auch schon ein bisschen was zu gesagt. Und zwar haben wir immer diese Trefferpunkte und die Reisegeschwindigkeit. Schlachtflugzeuge im Allgemeinen sind meistens die Flugzeuge, die eine recht hohe Geschwindigkeit aufweisen, allerdings eine recht geringe Trefferpunktezahl. Das Ganze müssen wir aber immer in Kombination betrachten. Es nützt nichts, einfach nur die Trefferpunkte uns anzugucken, wenn wir nicht auch die Geschwindigkeit uns angucken. Denn, und da habe ich einen schönen Vergleich gemacht, ich bin nämlich mit allen Tier 6 Flugzeugen, das waren die Torpedobomber, aber das tut gar nichts zur Sache, ich bin einfach mit allen Nationen über eine Cleveland hinweg geflogen. Ich habe sie nicht angegriffen, sondern einfach ohne Motorboost im ganz normalen Antrieb, in der ganz normalen Reisegeschwindigkeit bin ich auf eine Cleveland zugeflogen und über diese Cleveland hinweg geflogen. Und da könnt ihr schon mal sehr schön sehen, was diese Flugzeuge denn aushalten. Die Flugzeuge, die ihr in diesem Video seht, das sind wie gesagt Torpedobomber, die sind recht langsam. Und das ist nämlich der erste fatale, ja, Fehler würde ich nicht sagen, aber darauf müsst ihr natürlich achten. Wenn ihr nämlich viele Lebenspunkte habt mit einem Flugzeug, bringt es euch gar nichts, wenn diese Flugzeuge verdammt langsam sind. Denn die Zeit, die ihr bei dem gegnerischen Flakfeuer innerhalb dieses gegnerischen Flakfeuers verbringt, ist natürlich dementsprechend hoch. Also es dauert ziemlich lange, bis ihr aus diesem Flak wieder herausfliegen könnt, wenn die Flugzeuge langsam sind. Habt ihr aber ein sehr schnelles Flugzeug, aber dafür extrem geringe Trefferpunktezahlen, dann könnt ihr zwar einen schnellen Angriff starten und meistens überlebt das Flugzeug mit diesem schnellen Angriff den Abwurf, aber danach zersägt es eure ganze Staffel. Das bedeutet, ein schnelles Flugzeug kann ein Garant dafür sein, dass der erste Angriff sitzt, aber dafür ist eure Staffel danach
zu Moos verarbeitet. Habt ihr langsame Flugzeuge, dann verliert ihr vielleicht schon auf den Anflug an den Gegner ein oder zwei Flugzeuge, aber eure Staffel danach hält ein bisschen länger durch, ihr könnt nochmal wenden und einen zweiten Angriff starten. Noch dazu müsst ihr immer eine Sache berücksichtigen, und zwar gibt es Flakfeuer, und wir gucken uns mal die Trefferpunktezahl hier von den Schlachtflugzeugen der Japaner an, da sind wir bei 1270 Punkten. Gucken wir uns jetzt Kreuzer oder andere Schiffe mal an, da gibt es ja bei diesen Flakfeuer die sogenannten Explosionswolken. Also das ist dann das, also Flak ist ja nichts anderes eigentlich wie ein Granatenbeschuss, der nach einer gewissen Zeit eben halt in der Luft explodiert wie eine Handgranate. Und diese schwarzen Wolken ist eigentlich nur diese Explosionswolke und diese ganzen kleinen Schrapnells, die dann eben halt explodieren. Und diese Schrapnells, das hat man damals im echten Krieg auch so verwendet, die machen natürlich einen riesengroßen Flächenschaden um die in eigentliche Detonationspunkt herum und zerschroten ganze Flugzeuge. Da gibt es echt fiese Videos im Internet zu sehen, wo man sich das angucken kann, wie damals so ein Bomber von so einem Flakfeuer auseinandergenommen wurde. Und es ist nun mal hier in diesem Spiel auch so, dass ein bisschen der Zufall hier wieder hineinspielt. Also RNG. Und wenn ihr jetzt einen Kreuzer wie eine Cleveland zum Beispiel angeht und dieser Kreuzer einen Zufallstreffer mit so einer schwarzen Explosionswolke mitten in eurer Staffel erzeugt, dann ist eure halbe Staffel instant weg. Mir persönlich ist das schon mal passiert, als ich die Kutuzov gespielt habe. Da gibt es auch ein Video, glaube ich, bei mir. Da sieht man das irgendwo, wo ich das Flakfeuer an sich erkläre nach dem Update. Und da seht ihr, dass ich eine ganze Staffel mit nur zwei Explosionen davon aus dem Himmel puste. Ja, ich lache da in diesem Video drüber, weil ich das witzig finde. Aber als Flugzeugträgerspieler ist das überhaupt nicht witzig. Das frustriert. Dieses Flakfeuer ist immer leicht verzögert. Das heißt, ihr könnt theoretisch diesem Flakfeuer ausweichen. Seid aber vorsichtig, weil wenn ihr diesem Flakfeuer ausweicht, bremsen eure Flugzeuge automatisch ab. Und ihr seid länger dem gesamten Flakfeuer ausgesetzt. Vor allem, wenn das nicht nur ein Schiff ist, sondern mehrere Schiffe. Ja, dann verbringt ihr viel zu viel Zeit mit dem Abwurf und mit dem eigentlichen Angriff. Und dann kann das sein, dass eure Flugzeuge überhaupt gar nicht erst am Schiff ankommen. Deswegen ist das immer meine Empfehlung. Und das werde ich auch im nächsten Videos, oder in den nächsten Videos, die ich jetzt noch mache, für Flugzeugträger auch euch zeigen. Dass ihr diesen sogenannten Motorboost von einem Flugzeug immer aufbewahrt. Ihr müsst ihn ja nicht komplett aufbewahren, aber dass ihr ein gutes Stück dieses Motorboostes aufbewahrt, um eben halt den Angriff, wenn ihr in Angriffsstellung geht, so schnell wie möglich euer Ziel zu erreichen. Also der Kreuzer oder das Schiff, was ihr angreift, ganz schnell anfliegen, den Angriff so schnell es geht irgendwie über die Runden bringen, damit ihr einfach die geringste Zeit innerhalb des Flakfeuers verbringt. Dabei könnt ihr die Geschwindigkeit aber immer ein bisschen schneller machen. Dann lasst ihr die W-Taste wieder los. Dann drückt ihr wieder die W-Taste. So beschleunigt ihr euer Flugzeug und bremst euer Flugzeug wieder ab. Und das Flakfeuer, das reagiert darauf leicht verzögert. Also wenn ihr beschleunigt, berechnet das Schiff und der Flakschütze, also in Anführungsstrichen Flakschütze, das gegnerische Schiff berechnet die Flak-Explosionen mit der neuen Geschwindigkeit. Aber wenn ihr dann die Geschwindigkeit wieder rausnimmt, dann explodieren die Wolken vor euch. Beschleunigt ihr dann wieder, dann explodieren die Wolken wieder hinter euch. Und wenn ihr damit ein bisschen spielt, könnt ihr diesen gefährlichen Flak-Wolken auch ein Schnäppchen schlagen und da versuchen durchzufliegen. Aber auch hier sei gesagt, diese Explosionswolken, die streuen. Und wenn ihr natürlich Pech habt, dann bremst ihr genau in eine sehr gestreute Explosionswolke einfach hinein. Also es ist keine Garantie dafür, dass ihr gut durchkommt, aber man kann auf jeden Fall ein bisschen damit spielen. Und das ist der gleiche Zufallseffekt, wie wenn wir zum Beispiel mit Granaten auf ein gegnerisches Schiff schießen, was völlig breitseitig in 5 Kilometer Entfernung langfährt, aber unsere Streuung und das Schussbild einfach so schlecht ist in dem Augenblick, dass wir dem einfach keine Zitadelle reinpulen und dann am besten noch 6 Durchschüsse haben. Und der Kollege freut sich denn wie Bolle, dass er nicht getroffen worden ist und versenkt uns höchstwahrscheinlich noch irgendwie. Und das gleiche haben wir natürlich auch hier bei den Flugzeugträgern. Nur wirkt sich das hier halt einfach spieltechnisch ganz anders aus. Also gucken wir uns die Schlachtflugzeuge an. Und hier ist das Besondere, dass unsere Reisegeschwindigkeit meistens mit die höchste ist von allen Staffeln.
und die Höchstgeschwindigkeit allerdings nur sehr kurz zu erreichen ist. Wir haben nämlich den Motorboost nur 6 Sekunden. Denn die Nachladezeit von unserem Motorboost, die dauert 11 Sekunden. Das ist auch immer die schnellste. Die der Torpedobomber und der normalen Bomber beträgt 22 Sekunden Motorboost-Dauer und 44 Sekunden Motorboost-Nachladezeit. Wenn wir jetzt also mit den Torpedobombern oder mit den richtigen Bombern unterwegs sind, solltet ihr immer darauf achten, genug von diesem Motorboost euch aufzubewahren für den eigentlichen Angriff. Bei den Schlachtflugzeugen könnt ihr immer wieder mal benutzen, weil er lädt sich in 11 Sekunden ja wieder auf. Das geht eigentlich sehr, sehr zügig und dementsprechend habt ihr das immer wieder am Start. Die Schlachtflugzeuge selber sind meistens auch die wendigsten. Ich bin mir noch gar nicht so genau sicher, ob es einen merklichen Unterschied von den Wendigkeiten der Flugzeuge gibt. Auf jeden Fall spürt man das Flugzeugträger technisch, wenn man auf Tier 8 oder Tier 6 auf Tier 10 wechselt. Da gibt es Flugzeuge, die fühlen sich tatsächlich einfach träger an. Aber so einen richtigen Wert, wie lange ein Flugzeug für eine 360-Grad-Kurve braucht, den habe ich eigentlich so gerade noch nicht parat. Vielleicht weiß einer von euch da ja was, aber sie fühlen sich doch schon unterschiedlich an. Und die Schlachtflugzeuge, dadurch, dass sie diesen sehr kurzlebigen Motorboost haben, eignen sich halt einfach dafür, kurzfristig irgendwelche Änderungen durchzuführen, dann wieder den Motorboost kurz aufzuladen, dann wieder eine Änderung durchzuführen. Ob das nun schneller oder langsamer ist, ist ja egal. Na, und dadurch wirken die Schlachtflugzeuge einfach ein bisschen agiler. Diese Schlachtflugzeuge haben Raketen, das habe ich vorhin schon erwähnt. Und da fangen wir jetzt auch schon an, die einzelnen Nationen voneinander zu unterscheiden. Wir haben hier bei den Japanern, das sind Raketen. Ja, die sind eigentlich so ein gutes Mittelding. Also wir müssen auch hier unterscheiden, wenn wir in den Angriff gehen mit den Flugzeugträgern, dann lösen wir ja eine kleine Gruppe von unserer Hauptstaffel ab. Und mit dieser kleinen Gruppe greifen wir an. Hier jetzt auf Tier 6 und bei den japanischen Flugzeugen, aber wie auch bei den anderen Flugzeugen, da lösen wir aus der Staffel 2 Flugzeuge ab. Und jetzt müssen wir hier im Datenblatt mal gucken, bei den Schlachtflugzeugen, wie viele Raketen eigentlich ein Flugzeug dabei hat. Das finden wir ziemlich mittig bei Raketenzuladung und da sehen wir 4 Raketen. Alles klar, wir haben also pro Flugzeug 4 Raketen und 2 Flugzeuge greifen immer an, wenn wir diesen Angriffsmodus starten. Bedeutet, insgesamt sind es also 8 Raketen. Darunter Raketenhöchstschaden zeigt uns also jetzt auch wie bei HE-Granaten von einem normalen Schiff an, was denn theoretisch machbar wäre, wenn wir mit den Raketen einen normalen Durchschlag vollziehen. Darunter finden wir jetzt die Panzerdurchschlagskraft. Und diese Panzerdurchschlagskraft ist wirklich wichtig, denn hier unterscheiden sich auch die Nationen, so wie sie es auch mit Granatentypen tun. Wir haben jetzt hier bei den Japanern 28 mm Panzerdurchschlagskraft oder Sprengkraft der Munition. Bedeutet, wir durchdringen also 28 mm Panzerplatten. Jetzt greifen wir ja aus der Luft an. Bedeutet, unsere Angriffe gehen ja meistens aufs Deck. Und die Deckpanzerung von vielen Schiffen ist auch gar nicht so hoch. Trotzdem erzielen wir einfach den höchsten Damage, wenn wir mit Schlachtflugzeugen bei Schlachtschiffen oder Kreuzern auf die Aufbauten oben zielen. Also versucht den Anflug so zu planen, dass ihr die Raketen erst abschießt, wenn das gesamte Zielfadenkreuz das gegnerische Schiff ausmalt und ihr so leicht drüber seid, also oben auf den Aufbauten. Und wenn ihr dann die Raketen abschießt, dann werdet ihr merken, einige wenige, die hauen zwar unten in die Seitenplanken hinein, wo die Panzerung über 300 mm raufsteigt, da habt ihr natürlich Chance, einen Brand zu verursachen, der besteht ja immer. Aber ihr werdet merken, wenn ihr oben auf die Aufbauten die Raketen einschlagen, dann habt ihr auch vernünftigen Initialdamage. Und dieser Initialdamage, der ist echt nicht ohne und den dürft ihr nicht vernachlässigen bei diesen Schlachtflugzeugen. Wenn wir das Ganze jetzt mal runterskalieren auf Zerstörer, dann werden wir auch merken, dass Zerstörer ganz, ganz häufig in diesem Bereich 20 bis 30 mm Panzerung unterwegs ist. Da haben wir jetzt hier mit den Japanern mit 28 mm eigentlich schon ganz gute Raketen und dürften so ziemlich viel Schaden anrichten, wenn wir auf Zerstörer schießen. Aber lasst euch davon nicht verlocken, ne? Zerstörer sind ziemlich widerspenstig, auch wenn sie nicht wirklich starke Flugabwehr haben.
Aber es ist halt schwer, sie zu treffen. Deswegen, wenn ihr auf Damage aus seid und momentan keine anderen Flugzeuge zur Verfügung habt, dann nimmt auch gerne Schlachtflugzeuge und greift damit größere Schlachtschiffe an. Das geht wunderbar. Ich hoffe, euch ein paar Videos hier noch einblenden zu können, weil die Audacious, die rockt da gewaltig. Also das knallt mächtig in der Hütte. Was müssen wir hier noch beachten? Wir haben natürlich eine Brandwahrscheinlichkeit pro Rakete. Die liegt jetzt hier bei 8%. Aber wenn wir zwei Flugzeuge mit vier Raketen haben, dann haben wir hier also 8 Raketen. 8 Raketen mal 8% ist natürlich auch nicht schlecht. Wir sind da weit über 50%, also 64. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, dass wenn die Raketen alle treffen, auch ein Brand zu legen. Und diese Brandwahrscheinlichkeit, die unterscheidet sich natürlich auch wieder von Nation zu Nation. Wir gucken uns mal ganz kurz die Ranger an. Bei der Ranger ist bei den Schlachtflugzeugen folgendes: Wir haben da pro Flugzeug 6 Raketen und zwei Flugzeuge trennen sich wieder, wenn wir den Angriff starten. Allerdings ist der Raketenhöchstschaden hier geringer, der liegt bei 1900. Und wir haben eine Panzerdurchschlagskraft, die ist auch geringer, genauso wie die Brandwahrscheinlichkeit. Also ihr merkt, Wargaming legt natürlich dort an diesen ganzen Parametern überall die Einstellschrauben an, ne? Dass das alles balanciert ist. Wenn wir Flugzeuge mit wenig Raketen haben, dann können wir davon ausgehen, dass diese Raketen eine enorm starke Durchschlagskraft haben. Und genau das können die Amerikaner im späteren Verlauf ihrer Flugzeugträgerkarriere auch ausbauen. Die bekommen nämlich nachher die Chance, Flugzeuge zu kaufen. Also als Modul für ihren Flugzeugträger kann man nachher sagen, auf welche Flugzeuge man gehen möchte. Und dort kann man dann auch wunderbar nachher Schlachtflugzeuge auswählen, die gewisse Raketen haben. Und diese Raketen knallen mächtig in der Hütte. Dafür schießt sie aber nur zwei, drei Raketen ab. Und das sehen wir zum Beispiel auch bei der Graf Zeppelin. Die Graf Zeppelin ist jetzt ein Tier 8 Flugzeugträger, also lasst euch da jetzt nicht allzu viel auf die Werte beirren. Aber wenn wir mal hier gucken, für ein Tier 8 Flugzeugträger schießt jedes Flugzeug nur 4 Raketen ab. Das ist recht wenig. Aber dafür haben diese Raketen 40 mm Durchschlagskraft, 4400 Schaden Höchstschaden. Das ist alleine schon doppelt so viel wie die von den Japanern. Und eine Brandwahrscheinlichkeit von 25% pro Rakete. Dabei schießen wir auch 8 Raketen ab. Also da merkt ihr, gewisse Flugzeugträger haben einfach in gewissen Staffeln Besonderheiten. Und wenn ihr natürlich sehr viel Bock auf solche Schlachtflugzeuge habt, dann sucht ihr euch natürlich auch eine Nation raus, die euch am besten dabei unterstützt, mit den Schlachtflugzeugen Spaß zu haben. Da gucken wir uns mal bei den Briten rein. Bei den Briten ist das so, die Schlacht, also bei den Briten allgemein kann man sagen, die Briten setzen fast immer auf Masse statt Klasse. Das Einzige ist bei den Torpedos, aber da komme ich gleich zu. Auch hier bei den Schlachtflugzeugen haben wir auf Stufe 6 jetzt wieder pro Flugzeug 6 Raketen. Diese Raketen machen aber nochmal weniger Damage als bei der Ranger. Da sind wir bei 1500 und nochmal weniger Durchschlagskraft bei 26 mm und nochmal weniger Brandwahrscheinlichkeit bei 5,5%. Da merkt ihr also, ne, je mehr das Ganze wird, desto weniger sind die einzelnen Raketen effektiv. Allerdings ist auch hier wieder gesagt, wenn ihr viele Raketen abschießt, ist die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel einen Zerstörer vernünftig zu treffen, einfach höher, weil ihr natürlich euren Zielfadenkreuz viel mehr ausfüllt. Der Zerstörer kann dann nicht um die Raketen herumfahren. So, der nächste Punkt, wenn wir jetzt mit den Schlachtflugzeugen so ein bisschen durch sind. Was kann man zu den Schlachtflugzeugen noch allgemein sagen? Nee, das ist schon wieder jetzt unterschiedlich. Wir haben hier bei den Briten grundsätzlich immer den höchsten Trefferpunktewert. Also wenn ihr darauf Bock habt, mit etwas langsameren Flugzeugen zu fliegen und im richtigen Augenblick Gas zu geben, dann seid ihr bei den Briten auch schon genau richtig, weil die Briten einfach immer ziemlich hohe Trefferpunktezahlen haben. Wir sind hier auf Tier 6 und haben hier schon mit einem normalen Schlachtflugzeug 1920 Punkte. Das haben Nationen wie die Japaner und die Amerikaner noch nicht mal auf Tier 10. Ja, dafür ist das Flugzeug recht langsam. Ihr müsst also euer Motorboost sehr, sehr vernünftig timen, damit ihr so schnell es geht eure Ware abwerfen könnt und nicht so viel Zeit verplempert im gegnerischen
im gegnerischen Flakfeuer, weil euch dann, wie gesagt, die Trefferpunktezahl auch nichts mehr nützen. Gehen wir jetzt mal zu den Torpedobombern. Bei den Torpedobombern, da gibt es auch ein paar feine Unterschiede. Und das ist eigentlich so typisch. Da fangen wir wieder bei den Japanern an. Die Japaner haben natürlich ihre Torpedos, müssen einfach die längsten sein. Das ist so typisch Japaner, ja, die Torpedoreichweite ist immer sehr gut. Und das ist auch genauso hier bei den Flugzeugträgern der Fall. Wir haben hier eine Torpedoreichweite von 4 Kilometern. Das ist schon, ich sag mal, im Flugzeugträgermilieu ziemlich weit. Noch dazu sind sie sehr schnell. Sie haben 50 Knoten Geschwindigkeit und der Damage von 6500 Schadenspunkten ist auch wirklich akzeptabel auf dem ganzen Tierniveau. Wir haben hier eine Trefferpunktezahl von 1645, also mehr als bei den Japanern jetzt zum Beispiel das Schlachtflugzeug, aber dafür ist es natürlich wieder langsamer. Das ist diese Mechanik, von der ich vorhin schon gesprochen habe. So, bei den Torpedobombern haben wir bei anderen Nationen schon ein bisschen mehr Spielraum. Ihr könnt hier bei den Japanern zum Beispiel, habe ich ja erzählt, das sind zwar sehr schnelle Flugzeuge, also ihr seid bei den Japanern immer bezogen auf die Staffelart, also Torpedobomber, normaler Bomber oder Schlachtflugzeug, seid ihr meistens, nicht immer, aber meistens schneller als die Konkurrenz. Aber habt meistens ein bisschen weniger Lebenspunkte als die Konkurrenz. Wenn ihr jetzt aber die Torpedobomber nutzt, dann spielt auch dort gerne auf Reichweite. Das muss ziemlich gut geübt sein, ehrlich gesagt, denn es ist gar nicht so einfach, auf hoher Distanz dann noch vernünftig die Torpedos abzuwerfen. Aber wenn man das lang genug trainiert hat, dann macht das auch Spaß. Weil, wenn die Torpedos 4 Kilometer lang laufen, das ist ja wunderbar, dann müsst ihr ja nämlich gar nicht so dicht an die Gegner ran. Dann könnt ihr ja schon viel früher den Abwurf machen. Und die meisten Flak-Geschütze haben eine Reichweite von ca. 6 Kilometer. Das heißt, ihr seid gerade mal 2 Kilometer im Flug, im Flakfeuer, könnt die Torpedos abwerfen und dann rausdrehen. Das ist viel geringer von der Zeit her, die ihr da drin verbringt, als zum Beispiel die Briten, die sehr, sehr, sehr dicht ran müssen. Wir schauen uns mal kurz die Amerikaner an, bei den amerikanischen Torpedobombern. Da sehen wir das nämlich. Am auffälligsten ist hier, dass wir einfach eine Geschwindigkeit von den Torpedos haben, die viel geringer ist. Wir hatten vorhin 50 Knoten, jetzt haben wir 35 Knoten. Die Amerikaner haben die langsamsten Torpedos. Und 35 Knoten muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da können gewisse Schiffe auch einfach davonfahren. Also wenn die sehen, okay, da kommt jetzt ein amerikanischer Torpedostaffel, der will mich angreifen, dann drehe ich da einfach raus, sodass sie hinter mir sind. Ja, und dann lass sie doch abwerfen. Dann gebe ich einfach Vollgas und fahre parallel oder fahre immer ein Stückchen vor den Torpedos weg. Und das wissen aber viele einfach nicht. Und deswegen hoffe ich auch hier, das ein bisschen aufklären zu können. Na, nutzt dieses Wissen auch, um eben halt eure Schiffe, wenn ihr nicht Flugzeugträger spielt, davor zu bewahren. Dann haben wir hier eine Torpedoreichweite von 3 Kilometern. 3 Kilometern ist im Spiel ja eigentlich nichts. Wir können also hier durchaus sagen, wenn der gegnerische Flugzeugträger die Torpedos zu früh abgeworfen habt und ihr dreht raus und spielt einfach ein bisschen auf Zeit, dann verhungern die Torpedos, bevor sie überhaupt bei euch angekommen sind. Etwas anderes sehr Wichtiges, was alle Torpedostaffeln betrifft, egal bei welcher Nation, ist die sogenannte Scharfschaltungsdistanz. Das kennt ihr ja, wenn ihr Zerstörer spielt oder allgemein ein Schiff spielt mit Torpedowerfern. Da gibt es direkt am Schiff dran einen Bereich, in dem ihr keine Torpedos oder in dem ihr zwar die Torpedos abwerfen könnt, aber die machen einfach keinen Schaden. Wenn ihr jetzt merkt, der Flugzeugträgerspieler, der ist noch nicht so geübt und die Flugzeuge fliegen ewig lang auf euch zu und ihr dreht in diese Torpedostaffel hinein, dann könnt ihr auch darauf wetten, dass wenn er die Torpedos abwirft, die Geschwindigkeit von eurem Schiff falsch einschätzt und die Abwurf-Scharfschaltdistanz ist noch gar nicht erreicht. Das heißt, die Torpedos machen einfach keinen Schaden. Das passiert im echten Spiel durchaus häufig, gerade wenn der gegnerische Flugzeugträgerspieler noch nicht der erfahrenste ist. Das heißt, bei den Amerikanern ist das Torpedoabwerfen nicht allzu einfach. Der große Vorteil bei den Amerikanern ist, ihr könnt später auf Tier 10
massenweise an Torpedos abwerfen. Wenn ihr da angreift, greift ihr mit drei Flugzeugen an, die jeweils zwei Torpedos haben. Das heißt, ihr schmeißt mit einem einzigen Angriff sechs Torpedos ab. Das ist natürlich wunderbar, wenn euer Gegner einfach am Schlafen ist. Oder AFK, Brain AFK, wie auch immer, wenn er das einfach nicht mitkriegt. Oder auch sehr genommen, gute Ziele sind in dem Falle irgendwelche schweren Schlachtschiffe auf Tier 10, die im Rückwärtsgang dahin dumpeln. Vorzugsweise Yamatos, irgendwo auf der 10er-Line ganz hinten. Und auch noch dann im Rückwärtsgang, irgendwo an der Boundary. Ja, da ist es wunderbar, mit amerikanischen Flugzeugträgern einfach da die sechs Torpedos einmal abwerfen, wenden, nochmal abwerfen, wenden, nochmal abwerfen. Ja, und dann ist der Schlachter auch ganz schnell gehacktes. Aber wenn ihr hier zum Beispiel mit diesen Flugzeugträgern, diesen Torpedobombern einen Zerstörer angehen wollt, ist das wirklich nicht einfach. Die haben ziemlich leichtes Spiel, euch dort auszumanövrieren. Das Ganze kann man hier nämlich auch schon sehr schön trainieren. Bei den Torpedobombern gibt es noch eine Besonderheit, allgemein gesprochen. Ihr habt immer eine gewisse Breite, die ihr die Torpedos abwirft. Das ist diese Einzielphase. Und diese Einzielphase, die ist sehr, sehr interessant, wenn wir uns die Briten angucken. Bei den Briten ist das nämlich so, dass wenn wir stillhalten und den Angriff planen, dann fällt die Einzielphase vorne zusammen, spitz aufeinander zu, so leicht konisch. Und das bedeutet, die Torpedos, die laufen alle auf einen Punkt hin. Und die Torpedos von den Briten sind nicht die schlechtesten, also ihr habt zwar den geringsten Schaden, aber die Geschwindigkeit, die liegt irgendwo zwischen den Amerikanern und denen der Japaner, also die haben schon ein gutes Tempo drauf, schwer den rauszukommen. Und dadurch, dass sie so spitz zulaufen, könnt ihr mit den Dingern wunderbar zielen. Und mit wunderbar zielen meine ich auch, ihr könnt damit Zerstörer vernünftig angehen. Und das ist wunderbar. Ihr seid nicht darauf angewiesen, unbedingt mit Torpedobombern ein Schiff breitseitig anzugehen, sondern ihr könnt mit den Briten auch Schiffe angehen, die längs zu euch stehen, entweder von euch wegfahren oder auf euch zufahren. Denn die Torpedos, wenn die zusammenlaufen und der Gegner fährt von euch weg, dann ist das wie eine Schere, die sich langsam zumacht und dann klatschen alle drei Torpedos, der eine direkt in den Heck und der eine dann von links hinten und der andere von rechts hinten auf Tier 10 wirft ihr nämlich drei Torpedos ab. Hier auf Tier 6 wirft ihr zwei Torpedos ab. Bedeutet dann also, dann schlägt hinten links und hinten rechts ein Torpedo ein. Und das macht auch eine ganze Menge Spaß. Dafür ist der Gesamtschaden einfach nicht so hoch. Da muss man einfach drauf setzen, dass man hier und da mal einen Wassereinbruch verursacht. Mehr gibt es erstmal von den Torpedos und von den Torpedobombern so nicht zu berichten. Ihr seht nachher noch im dritten Teil, beziehungsweise der dritte Teil wird wahrscheinlich eine Reihe von kommentierten Gameplays werden. Und da werdet ihr sehen, automatisch, wie ich denn Schiffe angehe. Ich gehe sie eigentlich immer breitseitig an, so gut es geht. Kommen wir nun zu den eigentlichen Bombern. Und mit den Bombern meine ich die, die einfach die Bomben nach unten hin abwerfen. Und hier unterscheiden sich die Nationen gravierend voneinander. Wir haben bei den Japanern und bei den Amerikanern ein ähnliches Abwerfmuster. Also ihr seht ja das Video gerade und wenn ihr da ein Schiff angeht, dann verhalten sich die Bomber ähnlich. Also sie steigen erstmal ein Stück nach oben und gehen dann in den Sturzflug nach unten, aber ihr verliert eine ganze Menge Geschwindigkeit und das muss man erstmal ein paar Mal gemacht haben. Weil ansonsten verschätzt man sich da ganz gerne. Und die Geschwindigkeit, die geht da so stark raus, dass sehr schnelle Schiffe einfach da unter euch durch das Zielfadenkreuz davon fahren. Dann habt ihr aber hier den großen Unterschied, dass die Japaner AP-Bomben abwerfen. Und diese AP-Bomben, die durchschlagen so ziemlich jedes Deck oben. Wenn die vernünftig treffen, ja, dann habt ihr gleich Zitadellentreffer. Und da kriegt ihr auch wirklich diese Zitadellen-Ribbons. Das macht auch wirklich, das tut richtig weh. Also ihr habt das vielleicht schon mal selber erlebt, dass ihr vielleicht sogar mal ein 10er-Match gewesen seid. Und wenn dann so ein japanischer Flugzeugträger euer Schlachtschiff angegriffen hat, dann verliert ihr mit einem einzigen gut ausgeführten Angriff ganz gerne mal ein Drittel eures Lebens. Und das ist dann nicht so spaßig, wenn man denn in diesem Schlachtschiff sitzt. Die Amerikaner hingegen haben genau das Gleiche.
Die haben auch eine geringe Anzahl an Bomben, die eigentlich nur abgeworfen werden. Das können wir mal hier sehen. Der Torpedobomber, der Amerikaner hier aus Stufe 6, der wirft genau eine Bombe. Also bei der Größe der angreifenden Fluggruppe 2. Und dann. Ach, das ist Torpedo, Entschuldigung. Falscher Reiter. Aber hier auch Bombenzuladung eine. Ihr wirft aber, ihr greift mit drei Flugzeugen an, also werft ihr auch insgesamt drei Bomben mit den Amerikanern. Und bei den Japanern dürfte das genauso sein, oder? Ich muss mal hier kurz gucken. Ja, da greift ihr sogar nur mit zwei Flugzeugen an und wirft jeweils eine Bombe, also insgesamt zwei Bomben. Allerdings habt ihr hier 6100 Höchstschaden und den ist durchaus erreichbar, wenn ihr da von oben vernünftig platziert, dann schlägt es eigentlich fast immer durch. Und dann erreicht ihr auch diese 6100 Schadenspunkte. Bei der Ranger, da habt ihr HE-Bomben und die durchschlagen 53 mm. Und 53 mm auf dem Deck ist eine ganze Menge. Ihr durchschlägt eigentlich so ziemlich immer, wenn die Schiffe überhaupt eine Kasematte haben, aber selbst so durchschlägt ihr auch ganz gerne mal Kasematte nachher auf Tier 10. Und dann knallen diese Bomben auch mächtig rein. Wir sehen hier einen Höchstschaden von 9200. Den erreicht ihr pro Bombe eigentlich nicht. Also das habe ich noch nicht so wahrgenommen. Das ist wie bei HE-Granaten. Da erreicht ihr diesen Höchstschaden ja auch nicht. Aber trotzdem knallt das mächtig in der Hütte und ihr habt pro Bombe 52% Wahrscheinlichkeit, einen Brand zu verursachen. Und das ist wirklich, wirklich stark. Mit den amerikanischen Flugzeugträgern, mit diesen Bomben. Ständig einen Gegner anzuzünden, ist so lästig, beziehungsweise macht so viel Spaß. Das ist wirklich so eine der Stärken von den Amerikanern mit diesen Bomben hier. Was machen jetzt hier die Briten? Bei den Briten ist das wie folgt: die setzen hier auch wieder auf Masse statt Klasse. Und die Briten, die werfen hier einen ganzen Cluster an Bomben ab. Hier auf Stufe 6, jetzt die Furious. Die greift mit zwei Flugzeugen an und dabei wirft jedes Flugzeug sechs Bomben. Das heißt, 12 Bomben fliegen auf das Schiff zu. Jede einzelne Bombe hat knapp 30% Wahrscheinlichkeit, einen Brand auszuüben. Allerdings ist die Durchschlagskraft bei 32 mm nicht allzu hoch. Und das merkt man durchaus, wenn ihr mit dem 6er-Schiff Tier 8-Schiffe angeht. Dann gibt es eine Menge Bomben, die einfach auch gar keinen Schaden machen. Allerdings habt ihr immer die Chance, einen Brand zu verursachen. Und das ist nachher auch der größte Schadensbringer eigentlich, wenn ihr so die Briten spielt. Immer mit dem Bombern, flächendeckend alles draufklatschen. Ihr habt halt hier die Chance, über das ganze Schiff verteilt mit einem einzigen Angriff Brände zu legen. Und auf Tier 10 passiert das sogar gar nicht mal so selten, dass ihr bis zu drei oder sogar vier Brände mit einer einzigen Attacke auf dieses gegnerische Schiff verteilt. Und das ist wirklich lustig. Da lacht ihr euch schlapp, wenn ihr das geschafft habt. Dann seht ihr das gegnerische Schiff einfach so abfackeln. Und das ist dann irgendwie schon ein bisschen Wohltat, muss man mal so sagen. Ich gehe jetzt mal erstmal nicht auf meine zwei Premium-Schiffe hier ein. Da werden einzelne Videos zu kommen. Und da werde ich ein bisschen was über die Schiffe erzählen. Aber so kriegt ihr so einen kleinen Eindruck, wie die einzelnen Nationen sich voneinander unterscheiden. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Japaner mit ihren recht hohen Reichweiten der Torpedos und dem bösartigen Schaden der Torpedos mit mit AP-Bomben unterwegs, die durchs Deck wirklich durchschlagen und ihr Zitadellen verursachen könnt. Ihr habt Raketen, die einfach mittelmäßig sind. Ja, die sind so nicht allzu viele Raketen, aber auch nicht zu wenig. Durchschlagskraft, alles so mittelmäßig bei den Schlachtflugzeugen. Ihr habt grundsätzlich bei den Japanern immer recht zügige Flugzeuge, aber dafür meistens auch die mit der geringsten HP-Zahl. Dann kommen wir zu den Amerikanern. Die Amerikaner, die Schlachtflugzeuge, die lassen sich nachher ein bisschen differenzieren. Da könnt ihr selber auswählen, auf welches Flugzeugtyp ihr denn so Bock habt. Und dementsprechend hauen die Raketen mächtig rein. Oder halt hier auch wieder ein bisschen mehr auf die Masse gesetzt, aber die hauen dann nicht so böse zu. Dann könnt ihr bei den Torpedos draufsetzen, dass ihr dort einfach sehr viele Torpedos alle parallel nebeneinander abwirft. Die sind gegruppt, die fügen sich nachher auf Tier 10 in Gruppen zusammen. Das heißt, ein Flugzeug wirft zwei Torpedos ab, sechs Torpedos sind im Wasser, davon immer zwei paarweise nebeneinander.
Dann haben wir die Bomben bei den Amerikanern. Das ist so die Stärke meiner Meinung nach. Die Bomber machen mächtig viel Initial-Damage, lassen sich sehr präzise abwerfen und haben natürlich eine sehr hohe Brandwahrscheinlichkeit. Dann kommen wir zu den Briten und die Briten, die haben meistens die Flugzeuge, die am langsamsten sind, allerdings auch immer am meisten aushalten. Dann haben wir bei den Raketen eine ganze Palette an Raketen, also die schießen mit einem riesigen Feuerball an Raketen auf den Gegnern. Dann haben wir bei den Torpedos einfach Torpedos, die wir sehr präzise abwerfen können, aber dafür machen einzelne Torpedos einfach den geringsten Schaden. Und wir haben bei den Bomben eine sehr spezielle Bombenabwurfmechanik. Unsere Bomber, die gehen auch nicht in den Sturzflug, sondern die gleiten einfach so über das gegnerische Feld rüber. Aber wir können teilweise ganze Schlachtschiffe auf Tier 10 flächendeckend einnebeln oder eindecken mit Bomben und halt sehr viele Brände verursachen. Und der Gesamtschaden summiert sich dann auch hoch. Also wir können mit den Bombern auch mächtig viel Schaden austeilen. Das sind so erstmal die feinen Unterschiede. Und im Hintergrund seht ihr natürlich dazu auch jetzt noch, oder habt ihr jetzt ein bisschen Material gesehen. Und ich hoffe, ihr habt einen Eindruck davon bekommen, worin sich die Nationen so unterscheiden. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Die werde ich höchstwahrscheinlich nicht Teil 3 nennen, sondern da folgen dann jetzt einfach kommentierte Gameplays von den einzelnen Flugzeugträgern. Da werde ich mit allen Flugzeugträgern, die ich besitze, jeweils ein kommentiertes Gameplay hochladen nach und nach, damit ihr das einfach mal live seht, wie ich damit spiele. Und bis dahin sage ich erstmal Tschüss und ich hoffe, euch konnte ich ein bisschen mit diesem Video helfen. Bis dahin, ciao, ciao.